Seit Falco gab es keinen österreichischen Künstler mehr, der in Deutschland so erfolgreich ist wie Andreas Gabalier. Mehr als 5,5 Millionen Tonträger hat der Schlagersänger im Nachbarland verkauft. Aber auch bei uns hat Gabalier eine wirklich große Fangemeinde. Zurzeit ist er auf großer Dirndl, Wahnsinn, Hula, Palu, Deutschland-Tour. Und beim Auftaktkonzert in Berlin wollten wir wissen, was sind das eigentlich für Preußen, die zu einem Gabalier-Konzert gehen? Ja, und verstehen die Berliner überhaupt, was er da singt? Ausverkaufte Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Die Hauptstadt im Trachtenfieber. Der Volksrocker betritt die Bühne und 17.000 Fans flippen aus. Andreas ist nur einmal im Jahr und heute in Berlin und war geil. Wir lieben den alle. Sau gut. Tourauftakt in der Bundeshauptstadt. Servus, Berlin! Berlin ist sicherlich die zweite Stadt nach meinem Heimatstädtchen, in der ich die meiste Zeit im Jahr verbringe. Tausendfach recken die Fans schon zu Beginn des Konzerts die Handys in die Höhe. Erinnerungen für die Ewigkeit. Und so untypisch für die Weltmetropole, Lederhosen und Dirndl, wohin das Auge blickt. So viele Dirndlkleider, so viele Lederhosen! Ach Gott, weil die Leute von Angesicht zu Angesicht in Dirndlkleidern und Lederhosen super positive Energie versprühen, glaube ich, weil sie miteinander wieder Lebensfreude haben, die im Alltag immer weniger wird. So viel Geselligkeit, Kommunikation findet heute in den Social Medias statt, am Handy und. Und ich glaube, die Leute sehnen sich und das spielt mir seit Jahren massiv in die Karten. Dieser ganze virtuelle Fortschritt, glaube ich, der findet hier seinen Ausgleichspol. Und das in der wohl multikulturellsten Stadt der Welt, in Lederhosen und Dirndlkleidern. Große Verneigung. 3 Stunden zuvor, Soundcheck. Die Band spielt sich ein, Dirigent Gabalier beweist ein feines Gehör. Was hier deutlich wird, Gabalier ist ein Vollprofi, Vollblut-Musiker, versteht sein Fach wie kein zweiter. Dabei kommt der Trachtentitan erst durch einen Schicksalsschlag recht spät zur Musik. Ich bin ein Quereinsteiger, kein geborener Künstler, der von Anfang an irgendwie Musik machen wollte. Es war ein Hobby. Nach dem Tod meines Vaters und der kleinen Schwester damals, wo ich einfach gesagt habe, ich besonne und besinne mich auf diese Musik, die uns unsere Mama damals schon als Kinder immer nahegelegt hat, die Großeltern, war immer ein schönes Hobby und habe dieses Hobby zur Berufung gemacht. Und diese Berufung füllt Arenen. Vorfreude beim bunt gemischten Publikum, der Österreicher begeistert generationsübergreifend. Diese Momente gerade sagen doch alles, oder? Also es ist Wahnsinn, die Stimmung. Er reist mit, er hat coole Songs, die einfach mitreisen und man kann einfach mitsingen. Laut, lang und falsch. Es ist Party, es ist was Ruhiges dabei. Er lebt einfach dafür, was er tut und das gibt es, glaube ich, nicht so oft. Und er macht alles live, also es ist alles echt und alles zu 100% Andi. Dankeschön! Und zum echten Andi gehören auch echte kleine Pannen. Zum Tourstart kein Wunder, aber alles halb so wild. Mein Herz schlägt nur für die. Okay. Eine Nummer zu früh, Verzeihung. Und wenn was in die Hose geht, dann geht was in die Hosen. Dann lachen die Leute und dann haben sie eine Freude und sehen, dass da oben auch nur ein Lausbub aus der Steiermark steht. Und der Lausbub begeistert die Massen auch ganz ohne Musik. Mit viel Liebe und Solidarität für einen, der es heutzutage nicht leicht hat. Das alles in der wohl multikulturellsten Stadt der Welt. In Zeitalter, wo man Winnetou nicht mehr sagen darf. Da, wo ich herkomme, haben wir mit der größten Freude Winnetou und Old Shatterhand gespielt. Und wir haben uns nichts Böses gedacht. Lang lebe unser Winnetou! Es muss wieder möglich sein, eine andere Weltanschauung zu haben als der Nachbar, ohne sich dafür mit Händen und Füßen zu prügeln. Und das wäre so dieses Wir. Ich glaube, in dieser steigenden Anzahl dieser Weltbevölkerung und all diesen vielen Problemen, Ameisen, die wir oft medial dann auch gerne zu Elefanten machen, wäre es jetzt wirklich an der Zeit, wieder ein bisschen mehr zueinander zu finden. Und
dieselbe, die eigene Meinung vielleicht nicht immer ganz so wichtig nach oben zu stellen. Und dann nach 2,5 Stunden neigt sich die Megaparty dem Ende zu. Der Schweiß zeigt, der Österreicher gab alles. Andreas Gabayé hat fertig. Die Viertelstunde nach dem Schlussakkord gehört den Fans. Der steirische Lausbub so volksnah wie wenige seiner Kollegen. Wunderschön, mehr geht nicht. Das ist so ein einzigartiges Publikum. Es hat mich durch den Abend getragen. Ich war heute wirklich nervös. Es war ein neues Programm. Anders, aber sehr, sehr schön. Was von diesem Abend bleibt, eine fast dreistündige willkommene Auszeit vom Alltag und beim überglücklichen Künstler die Freude auf sein Feierabendritual. Ja, ich würde mich unglaublich auf ein eiskaltes Bier freuen, aber nachdem wir morgen in Frankfurt spielen, muss ich schauen, dass ich in die Badewanne komme, damit die Stimme morgen dann auch noch hält. Die Badewanne ist wohlverdient. Gabayé ist Kult und die Tour läuft noch bis zum 4. November. Hulapalu halt in Berlin. Die ganze Nacht. Ich habe jetzt sofort Lust auf Skifahren bei der Musik. Es geht gleich wieder los. Kommt das nur? Ja. Ah, Stimmung.